Im Spiegel durchbreche ich unerwartet und ohne eigene Anstrengung den Raum. Es scheint, dass Gesetze aufgehoben sind, die dem Körper sonst keine Hoffnung erlauben. Aber die mühelose Ausdehnung wird nicht nur vorgespielt. Ist man etwas verwirrt, sagt man dazu etwas. Ich muss mich mit der Spaltung abfinden. Das ist am leichtesten, wenn ich sie mir nutzbar mache. Mir wird gesagt, wo ich aufhöre und wo das Bild beginnt.